Hallo Leute, ich bin der Jake und ich präsentiere euch heute mal eines meiner Messer. Und zwar ist es nicht ein einzelnes Messer, sondern eine Kombination. Die gehört aber immer zusammen. Und zwar nennt sich das Weitbesteck. Und zwar, das ist hier das Original Puma Weitbesteck. Steht aus zwei Messern und einer Scheide. Das kleinere Messer, dieses hier, ist der Puma Nicker. Der kommt hier vorne rein. Ich zeige mal. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Steht auch dann drauf: Puma Nicker vom Weitbesteck nach Oberforstmeister Frevert, Inox, Bestellnummer 3588, ein halb, Germany, Handarbeit. Hier kann es erkennen. So, und jetzt darf ich euch auch verraten, dieses Messer ist produziert worden 1976. Das kann man anhand dieser Nummer hier erkennen. 3, 4, 6, 7, 2. Zweites Quartal 76, ist also rund 37 Jahre alt. Und für dieses Alter in einem super Zustand. Kann es auf verschiedene Arten nutzen. Hier oben auf dem Rücken erkennt man, damit man nicht abrutscht, diese Rifflung. Das ist übrigens nicht geschliffen, nur die Spitze ist so ein bisschen angeschliffen. Dann die eigentliche Klinge, die ist recht scharf und darunter ist dann noch eine Zahnung. Man sieht hier Neusilber-Griffschalen, ach, Neusilber-Parierstück, Hirschhorn-Griffschalen, Neusilber-Knauf, auch hier Neusilber-Nieten, umrahmt von Messingteilen. Das sieht so aus. Der Nicker ist das deutsche Jagdmesser schlechthin. Und dann insbesondere auch vom Oberforstmeister Frevert entwickelt, haben wir hier das Original Puma Weitblatt. Auch mit der Nummer 3588, Germany Handarbeit. Hier ist nicht Inox drauf geätzt, sprich, diese Klinge ist also nicht ganz rostfrei. Aber auch hier in einem super Zustand. Man kann erkennen, wie breit die Klinge hier oben ist, wie sie nach zum Griff hinten schmaler wird und unten zum Parierstück wieder dann ziemlich breit. Die breitesten Stellen sind rund 8 mm, hier an der schmaleren Stelle etwa 4 mm und zum Rücken hin sogar nur 2. Die gleiche Verarbeitung. Auch wie beim Nicker. Hinzu kommt dann noch eine Möglichkeit, auf einem Silberplättchen seinen Namen oder seine Initialen eingravieren zu lassen. So oder so ähnlich produziert und entwickelt schon in den 1950er Jahren von Puma zusammen mit dem Oberforstmeister Frevert. Und im aktuellen Puma-Katalog immer noch zu finden. Hier kann man es erkennen. Das Puma-Weitbesteck. Auch die Scheide ist ganz ähnlich geblieben. Also eines meiner schönsten Messer bzw. Messerkombinationen. Ich denke mal, jeder Jäger, jeder Schweißhundführer ist froh, wenn er so eine tolle Kombination hat. Und jeder Messerliebhaber wünscht sich mit Sicherheit auch mal, dieses Besteck im Besitz zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!